Peace, Fortnite-Freunde, und herzlich willkommen zu diesem kurzen Info-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Wie ihr das schon sehen könnt, wurde genau dieses Item gesperrt. Um welches Item es sich dreht, das zeige ich euch in diesem Video. Davor, Leute, lasst doch gerne mal ein Abo da, aktiviert auch gerne die geile Glocke, wenn ihr neu seid, und lasst auch gerne einen Daumen nach oben da, denn ich stehe knapp vor 1460 Abos. Um genau zu sein, könnt ihr das sehen. 5 Abos fehlen mir noch und danke für euren Support. Und wenn ihr schon in Fortnite seid, schaut bitte nach, ob ihr schon einen Edit-Code verwendet. Das ist nicht meiner, sondern der von OkkoTV. Nicht vergessen, verwendet irgendeinen Edit-Code. Ich verwende ihn die ganze Zeit. Edit-Code OkkoTV. Um welches Item es sich jetzt dreht, das sage ich genau euch. Und zwar dreht sich es darum, das Thema, den Hammer, sage ich mal, den Vorschlaghammer. Und zwar, Leute, dreht sich es darum, um den Hammer. Es gab einen Glitch. Wichtig ist es aber, dass ihr mit dem... Das euch hier eher sagt. Leute, genau zeigt. An dieser Stelle in der Nähe vom Deswegen, Breakwater Bay, könnt ihr mit dem Hammer unendlich mal... Wartet mal. Leute, genau an die. Und Leute. Zwar um diesen Glitch, den sie uns Redex zeigt. Und zwar musstet ihr auf einer Position an der Karte so springen und dann konntet ihr unendlich lang mit einem Hammer hüpfen und man konnte euch nicht töten oder so. Und darum, Leute, wurde der Vorschlaghammer recht oder vorzeitig aus dem Spiel genommen. Zwar ist das scheiße, das war das einzige Item, mit dem man sich vorbewegen konnte, außer die Fahrzeuge. Das seht ihr auch nochmal. Das wird im nächsten großen Update, das nächste Woche Dienstag sein wird, also den 17.01. kommt das Item wahrscheinlich wieder rein. Es wurde von einem Modus entfernt, wegen diesem Glitch. Das war schon scheiße, aber man kann wie gesagt nichts machen. Ich kann euch gerne hier nochmal das zeigen. Man sieht, man kann die Gegner dabei nicht treffen. Also wie gesagt, das könnte man hier machen bei Breakwater Bay. Muss man genau so aus Wasser springen und dann könnte man unendlich lang hüpfen wegen dem Glitch. Und deswegen, Leute, wurde der Hammer aus dem Spiel genommen. Seid nicht traurig, im nächsten Grund nach der nächsten Woche Dienstag wird das halt wieder drin sein, aber jetzt ist es erstmal weg. Und vergesst nicht, Leute, ich hatte zwar noch keinen Stream geplant, aber ich werde heute oder morgen wieder live sein auf YouTube. Warum ich jetzt in den Tagen offline war, ist, weil keiner sich für meine Streams interessiert hat. Ich hatte immer so 10, 12, 14 Aufrufe. Und daher hat es sich nicht mehr gelohnt, aus meiner Sicht, ein Livestream zu machen. Und wenn ich heute sehe, heute schon wieder keiner am Start, dann werde ich auch erstmal eine längere YouTube-Pause machen zum Thema Livestreaming, werde aber trotzdem auch Videos bringen. Ja. Ansonsten, Leute, checkt gerne meine anderen Videos ab und hat schon einen dramatischen Montag. Haut rein, euer Informations- und Schiefernis raus. Ciao, ciao. Peace out.